Hallo Jungs und Mädchen, willkommen zu einem weiteren Tutorial, diesmal mit einer ganz anderen Dings in Indiana Jones. Was mache ich? Ich meine gerade, ich wäre Herr Tutorial, um Gottes Willen, nee. So ein Spacko bin ich natürlich nicht. Und damit willkommen zurück bei Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Ja, es geht mal nochmal weiter und die Chinesen kommen. Die zeigen wir jetzt mal, wie es hier abgeht. Mache ich mal ein auf Herr Tutorial. Ja, heute zeige ich euch, wie man die Chinesen platt macht. Das geht am besten mit den Fäusten. Wenn man dann noch einen Hut auf hat, dann kommt das viel cooler. Seht ihr, habe ich so einen Hut. Abo für den Loot, Kommentar für die Chinesen. Ja. Ja, ich bin Herr Tutorial, ich bin ganz cool. Mein Gott. Nee, lassen wir das mal lieber. So, gib ihm. Stirb. Ich habe doch ein paar Chang, was mache ich denn? Warum, wenn ich schon mal ein paar Chang habe, stirb. Komm her. Wo ist er? Scheiß Japs oder Chinese oder was immer du bist. Du Reisfresser. Oh, die fliegen. Ich habe auch einen Griffmesser. Stirb. Bist du blöd, Junge? Bist du blöd, Mann? Blöd. Stirb. Da fliegt die andere mit. Jetzt kommen wir hier mit dem Pachang hier. Jetzt kommen mir gleich wieder die Seelen des Todes. Scheiß Seelen. Dem ist doch gar nichts. Er ist ein Brunnen und eine scheißreich Seele. Verdammt. Dumme Seele. Dumm. Das gibt's doch nicht, du Scheißseele. Ich bin der Seelenkiller, kein Scheißmann. Stirb! Ey. Ja, geht doch. Jetzt reicht's mir ja langsam. Ich hab keine Manieren, ihr scheiß toten Chinesen. Sonst noch mehr? Tote Seele. Jetzt nicht mehr. Und die Tür geht auf. Scheiße, ich wollte mir eigentlich noch was zum Saufen holen. Ja, super. Unsichtbare Fallen. Das will ich auch meinen. So, und jetzt gibt mir hier noch mein Fläschlein her. Ich hab noch Durst. So. Wo haben wir denn hier? Ah, wunderbar. Der Spiegel der Träume. Da haben wir ihn. Hätte nicht gedacht, dass das Scheißding zu irgendwas wert ist. Ah, ja. Alles klar. Muss man nicht verstehen, aber... Ja, bis gleich, ne? So, nach meinem epischen Fail gerade wären wir dann wieder da. Und jetzt aber, run. Spitze Stacheln. Au. Och du Kacke. Das wird jetzt schwer. Und jetzt renn. Ha, hat geklappt. Ich sauf erstmal noch einen Schluck. Oder soll ich einen Heiltrank nehmen? Na, den spare ich mir für schlechte Zeiten. Wenn ich nochmal viel Energie brauche, dann trinke ich jetzt lieber erstmal einen guten Schluck zu meinem Flachmann. Und brauche nochmal den Spiegel der Träume, nämlich hier die Schlucht ist tief und da gibt es sicher wieder ein bisschen Zauberzeug. Na, was habe ich gesagt? So. Hoppa. Es ist ja wie Magie. Ach, da unten geht's weiter. Oh ja. Ich sag's ja. Wenn ich jetzt meine blaue Fackel hätte, wäre das sicher alles rot. Das war jetzt mies. Ja, war ja klar, oder? Das sind so endmiese Stellen, wo du sauschlecht drauf kommst. Ich hasse es. So, jetzt sind wir wieder da. Diesmal hat's geklappt. Und jetzt müssen wir einen unsichtbaren Peitschsprung machen. Seid ihr dabei? Ja, ich muss mich noch ein bisschen positionieren. Und jetzt... Goodbye, schöne Welt. Joch. Wir haben es überlebt. Hat jetzt wahrscheinlich irgendeine komische Mana-Kraft da geholfen. So, wo geht's hier weiter? Ach, da. Hier. Fällt mir gerade noch was ein. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt mittlerweile schon über 180 Abonnenten habe. Habe ich euch schon ewig nicht mehr persönlich im Video gedankt, sondern nur über Nachrichten. Also mache ich das heute mal nochmal. Jo. Vielen Dank für 180 Abos oder 182, wie es ja in der Zahl ist. Oder sind es schon 184? Egal. Auf jeden Fall, danke. Freut mich, dass ihr mich abonniert, dass euch die Videos gefallen. Und ja, ich werde es versuchen, mich best zu bessern und eure Wünsche bestens zu erfüllen. Und ich würde sagen, nicht lang gelabert, weiter geht's. Oh, die Chinesen kommen. Los geht's, Digga, was los? Ihr Bitches, stirb.
Ha, ha, ha. Schutzschild, Chaga Boom. Das finde ich geil. Das ist mir gerade irgendwas aufgefallen. Komm her. Da oben gibt es irgendwo noch ein Artefakt. Tch, das holen wir noch schnell. Weiß nie, wann man mal ein Artefakt braucht. Ey, was geht denn hier? Bin ich jetzt hier da allein und da, Alter? Ah, da ist noch ein Tigerkrafttrank. Und dieses Artefakt. Ruhm und Reichtum, wir kommen. Der Kindgesetzchenbuch. Geh mir weg. Habt ihr nichts drauf auf dem Kasten? Immer so auf eine hilflose Frau gehen. Ich glaub's geht los. Stirb. Hallo? Ja. Oh, schreit der. Hat hier jemand in den Wok reingeschissen? Wurfmesser. Festhalten. Wir müssen einen anderen Weg finden. Warum festhalten? Kai ist uns auf den Fersen, einen anderen Weg zu suchen. Dazu haben wir keine Zeit. Gut, dann eben auf die harte Tour. Echt jetzt? Die Chinesen kommen. Scheiß Chines. Oh, da gingen die Eier. Ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, eines der neuen Gesöffe mal auszuprobieren. Oh, was ist los, Digga? Hallo? Geht geil ab. Oh, der Tigerkrafttrank gefällt mir. Scheiß Gesöff. Geht schön ab. So, weiter geht's. Wenn das so weitergeht, gehe ich gleich drauf. Hey, ja. Was geht denn hier? Stirb. Stirb, stirb, stirb. Alter. Chinesen gehen mir auf den Senkel. So. Wo ist eigentlich meine blöde Helferin? Hat schon wieder einen Geier gemacht hier. Ja, komm, sauf, 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 sauf. Alter, ich hab doch Schutzschild Chagaboom gehabt. Was soll das? Diese gelben. Scheint hat das mit irgendeinem chinesischen Zeug da nicht noch sehen. Oh Mann. Das wird mir mehr nicht zu viel. Ist gut, mein Hut. Nicht die Seele. Verdammt. Ist aber gut hier. So, eine Seele schon mal weniger. Alter, das gibt's dann jetzt. Drei von den Pennern. Ja, komm, ist gut. Irgendwelche magischen Kräfte hier. Oh mein Gott. Das war schon mal der erste. Löst sich gerade ein Bohlengefallen auf. Noch eine Seele. Das war's mit der Seele. Wo ist der letzte? Komm her. Zombies. En masse. Komm, Pachang, suche dir. Das war's dann wohl. Hm. Das war eine Falle, würde ich sagen. Wo haben die auf einmal die... So. Noch mehr von diesen gelben Häuten. Ich berichtige. Tote gelbe Häute. Rennen die mir alle hinterher oder was? Ich glaub's bunt. Ey. Das war ganz locker, Jungs. Eine Seele schon mal weniger. Was haben die Seelen nur gegen mich? Ich habe denen doch gar nichts getan. Ich habe sie schließlich nicht damals verbrennen lassen. Und gefressen. Oh, mein Gott. Was haben wir hier denn? Irgendwas Besonderes? Nö. Warte, ich sauf mal noch schnell ein. Wo ist denn mein Gesöff? Da. Hm, ich bräuchte mal noch mal einen Brunnen. So, los geht's. Na super, jetzt fangen die Statuen schon an, mich zu hassen. Das wird immer besser. So, komm her. Statue des Grauens. Boah, ballert er mich voll aus dem Leben. Alter Schwede. Stirb. So, die Seele war schon mal hinüber. Jetzt komm her, Babsack. War's das? Statuen, wenn man sie richtig trifft, dann haben sie sie mal alle. Oh. War's das?
Tja, scheint so. Cool. Ah, hier geht's glaube ich noch irgendwo hoch. An so unsichtbaren Leitern. Ha, ich hab's gewusst. So. Da oben ist nämlich wieder was zum Collecten. Kleines Artefakt. Voila. Ruhm und Reichtum. Ich komme. So, nochmal auf die Leiter. Unsichtbare Leiter. Es gibt schon geile Sachen im Leben. So. Ach ja. Jetzt dürfen wir Glocken spielen. Bim, bom, bom. Spiegel der Träume. Doch nicht die Peitsche. Das Ding will ich haben. So. So. Und bumm. Bast. Okay. Das Gute ist, wir können den Zaun zum Glück nochmal abspielen lassen. Ich habe ihn mir nämlich gerade nicht behalten. Hier rüber geht's. Da ziehen wir mal am Hebelchen. Ah ja. Hoffentlich mache ich es richtig. Bast. Okay. Ding, 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 ding. Machen wir das doch mal. Ich hoffe, ich mache es richtig. Andernfalls kommen gleich Zombies. Bumm. Bast. Und noch der letzte. Easy going. Immer diese Glockenspiele. Was die Chinesen darin haben, würde ich gerne mal wissen. Wahrscheinlich günstig im Real gekauft oder im Aldi. So. Fertig. Und die Türe öffnet sich. Ist das Wasser noch zu trübe, lass nicht hängen die gelle Rübe. Alte Weisheit. Ach, das war's schon mit dem Level. Nice. Und wir sind im nächsten. Ich hoffe, das kriegen wir noch rum. Das Level ist nämlich geil. Aber richtig geil. Die Stimme kennen wir doch. Onkel von Beck. Hätte ich geahnt, welchen Ärger sie uns machen, hätte ich sie in Prag umgelegt. Dieses Mal kümmere ich mich persönlich um sie. Das hat nichts Gutes zu sagen. Och, die spinnen doch. Das ist ja wie mit Kanonen auf Tontauben schießen. Indy, das macht nichts. Der ist doch total durch. Jetzt geht's hier rund, habe ich so ein Gefühl. Huhu. Donnerkeil, Donnerkeil, Donnerkeil. Wie geht's euch, wenn euch jemand mit dem Ding da hinterher fährt? Oh. Welches kranke Individuum denkt sich so ein Mist aus? Die Nazis. So. Oh. Das ist ja eine richtige Swinger-Party hier. Oh, ich hasse diese Wege, die einkrachen vor mir. Oh. Jetzt geht's hier noch um die Kurve. Hör auf mit dem scheiß Kran da, ich sehe doch nichts. Oh. Geht ab. Wenn man... Oh nein! Nicht getroffen. Naja, der Part ist eh rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Tschaußen.